Artaxerxes. Ach komm, geh mal ein paar Drachmen. Du brauchst das mehr als ich. Hier, nimm. Ein großzügiges Geschenk. Danke. Wie nennt man dich, Fremde? Komm, hauen wir mal um Putz. Ich bin die Gesandte des Zeus. Aber du kannst mich Kassandra nennen. Und du bist? Nur ein einfacher Bettler. Ich kam aus Persien, um die Schönheit der griechischen Welt zu sehen. Ich kann vieles tun, Perser, aber kein Augenlicht schenken. Das würde ich auch nicht wollen. Meine Blindheit ist eine Bürde, die die Götter mir auferlegten. Und ich trage sie. Was dann? Sei meine Augen. Als ich jung war, erzählte mir ein Athener die schönsten Geschichten über dein Land. Ich würde sie gerne noch einmal hören. Würdest du dir die Orte ansehen, die ich nicht sehen konnte, und dann zurückkehren, um mir von deinen Abenteuern zu erzählen? Ja, warum nicht? Ne, machen wir doch gerne. Ich bin keine gute Geschichtenerzählerin, aber ich werde für dich sehen. Ich wusste, ich habe Güte in dir gespürt. Du hast diesen alten Perser glücklich gemacht. Danke mir noch nicht. Welche Orte hattest du denn im Sinn? Meine Lieblingsgeschichten waren die von Akrokorinth, den Statuen von Zeus und Athena, dem Sitz des gepanzerten Vogels in Arkadien und natürlich das mysteriöse Taygetos-Gebirge. Also sag mir, was du über die Statue... Stets bereit, die Kephallenier unter ihr zu strafen. Oder so ähnlich. Es gibt viele Statuen der Athena. Welche meinst du? In meiner Fantasie gibt es nur eine. Ihre Geschichte begann so. Als wir um die Hügel gingen, sahen wir Athen unter uns und Athena über uns, die unserem Blick standhielt. Akro-Korinth, sag nichts. Das ist bestimmt in Korinth. Gut geraten. Dort steht der bekannteste Tempel der Aphrodite. Eurer Göttin, der schönsten Nebensache des Lebens. Du hast Taygetos-Gebirge gesagt, oder? Es klingt, als würdest du den Ort kennen. Ich hörte von seinem Appetit. Es heißt, der Berg ernähre sich vom Leid der Spartaner. Deshalb bringen die Leute dort dem Berggott ihre eigenen Kinder als Opfer dar. Das ist so nicht ganz richtig. Was ist deine Erinnerung an den Panzervogel in Arkadien? Eine Bestie aus Metall, die aus dem Berg herausragt und über den Seestümpferloss und die wogenden Felder blickt, die sich wie ein goldenes Meer über ganz Arkadien erstrecken. Gut, aber hier Zeus, ne? Ich sah Kephallenia von der Statue des Zeus aus. Sag mir, ist es immer noch ein Ort großer Schönheit? Ja, die Insel ist schön. Von der Statue des Zeus aus kann man die Brandung an den weißen Sandstränden sehen und die in grün getauchten Berge. Aber die Bewohner leiden wegen des Krieges. Ah, genau wie es mir beschrieben wurde. Die Götter segnen gleichzeitig das Land und strafen ihre Bewohner. Selbst für Götter sind eure Götter grausam. Gut, ich habe dir erzählt, woran ich mich erinnere. Nun erzähle mir von dir. Was führt einen Perser hierher? Persien und die griechische Welt sind dazu verdammt, Gegensätze zu sein. Wenn hier Wohlstand herrscht, scheint Persien zu darben. Und führt ihr Krieg gegen euch selbst? Lebt Persien in Frieden? In der Tat. Mein Volk blühte auf, nachdem König Xerxes ermordet wurde. Alle, außer mir. Ein Mann wollte mich vergiften. So verlor ich mein Augenlicht. Ich floh und landete hier. Gut. Niemand will dein Todes sein Kopfgeld auf dich an. Oh, es gibt ein Kopfgeld auf dich? Jetzt wird's interessant. Gab es, aber jetzt nicht mehr. Nun, erzähl noch eine Geschichte. Dann erzähle ich dir mehr von mir. Tja, kann ich nicht. Ich werde Geschichten für dich finden. Sobald du einen Ort gesehen hast, komm bitte zurück. Mach ich glatt. Pyrrhos ist so alt. Tim. Könnte Themistokles das geschrieben haben? Kephallenia, Zeus mächtige Gestalt, stand aufrecht, hier in den Groß-Kephallenia unter sich zu bestrafen.
So war es den Kefalenern beschieden zu leben, im Schatten eines stets wachsamen Gottes, der bereit war, über sie zu richten. Gut, ja, das machen wir dann, Themistokles. Sieh mal, wer da ja. ist. Ja. Was? Alles tutti? Ja, ist so logisch. Alles tutti. Gut. Wo ist denn? Ach, da ist der. Die Anführer. Oh. Moment, ist da nicht schon hier die Dingens hier? Haben wir hier nicht schon die. Das. Nee. Gut, dann werden wir uns den Kameraden mal. Oh, halt! Da müssen wir noch hin. Ist ganz knapp. Wo ist er denn jetzt? Ach, da oben. Dann wollen wir da hoch den Punkt aktivieren. Dann ist das schon mal gut. Hier ist es. Na, lecker. So. Ja. Klar ist es blöd, zum zweiten Mal durchzuspielen und das als Let's Play reinzustellen. Aber ich finde es schon mal ein guter Kontrast zu, wie ich mich früher gegeben habe mit der ganzen Sache und wie es jetzt ist. Okay. Dann werden wir uns jetzt das Haus des Anführers oder den Anführer mal in Betracht ziehen. So. Zack, wo ist er? Da hinten ist er. Ja, aus besserer Ausrüstung haben wir. Will ich aber nicht. Nö. Okay. Ah, jetzt mein. Ja, hätte ich gar nicht machen brauchen. Nee, der ist da vorne. Ja. Und dann ist der auch gleich weg vom Fenster. So. Hoho. So, was mache ich denn jetzt? Weißt du was? Nein, nein. Oh, scheiße. Jetzt habe ich zu lange gewartet oder gerade richtig gewartet. Ist durchaus möglich. Warte mal, vielleicht erwische ich die alle auf einmal. Ist durchaus möglich. Einmal. So, einmal. Das könnte wahr sein. Ich brauche euch. Du brauchst niemanden. Ach, jetzt habe ich sie alle hier. Ja, gut. Oh, das war ein Fehler. So, und einmal kurz schwuppdiwupp. Nein, nein, Kumpel, so nicht. Wir sind da drei. Ja.
beeilen. Oh, ich brenne. Sag mal, du bist aber ganz schön. Oh. Ja. Nein. Oh, das war ein Fehler. Ja, bin gerade bei. So, kommt der nächste. Ja. Ja, das fängt ja schon ganz gut an, finde ich. Doch, fängt ganz gut an. Naja, dann geht's jetzt weiter. Aua. Aua. Oh, das war... Oh, scheiße. Entschuldigung. Komm. So, siehst du wohl. Ja, hab ich ja. Jetzt reg dich nicht auf. Immer mit der Ruhe, Kumpel. Meine Güte, ne? Alles schönes Schlachtfeld hier. Sag mal, kann ich das Ding mal treffen? So, erledigt. Oh, Ikarus holt sich das Ding noch. So, danke. Alles süße Schweinchen hier. Und alles Lederlieferant. So, halt. Ja, so. Gut, wo haben wir jetzt... Was ist das? Schwere Zeiten für eine Familie. Komm, das ist hier ganz in der Nähe. Da gehen wir doch mal hin. Oh. Aua. Natürlich jetzt schade, aber egal. Ah, guck mal, wer da ist. Das ist doch Odessa. Ich will, dass man sich an mich erinnert. Kann ich nicht ewig hier bleiben? Cassandra, ich habe dich nicht gesehen, seit du mich zu den Ruinen des Odysseus nahm. Leben und mich nicht um die Größe anderer scheren. Und du hast meinen Rat beherzigt. Ich musste mich um meinen kranken Vater kümmern. Also nein, ich hatte noch keine Chance, so zu leben, wie ich will. Ja. Das klingt ja furchtbar. Genau. Kein Wunder, dass du verstimmt bist. Du würdest gern die Welt erkunden, stattdessen sitzt du hier fest. Endlich versteht das jemand. Wenn es dir nicht gefällt, tu etwas dagegen. Nicht bevor es meinem Vater besser geht. Ich muss ein paar Dinge für ihn besorgen. Vielleicht kannst du mir helfen. Keine Sorge, ich helfe gern. Was brauchst du denn? Ein paar Kräuter aus dem Tal von König Lelex. Außerdem eine Mixtur vom Markt, um sie mit den Kräutern zu vermengen. Ein Händler dort hält sie für mich bereit. Ist dein Vater wirklich so krank, dass du es nicht selbst tun kannst? Ich bin sein einziges Kind. Ich bleibe lieber in der Nähe, falls es ihm schlechter geht. Weißt du denn, was ihm fehlt? Nein, nur dass es nicht besser wird. Die Kräuter und die Mixtur lindern hoffentlich den Schmerz. Wenn er stirbt, gehört das ganze Land dir, oder? Ja. Aber ich würde es verkaufen. Gäbe es einen besseren Grund, alles hinter sich zu lassen und ein Abenteuer wie Odysseus zu beginnen? Naja. Was hast du nur immer mit Odysseus? Ich bin eine Nachfahrin von ihm. Und nach ihm benannt. Ja, das wissen wir jetzt mittlerweile. Bleib bei deinem Vater. Ich besorge die Kräuter und die Mixtur. Genau. Dann machen wir doch glatt. So. Was haben wir denn da? Gelesen? Achso, die verschmähte Muse. Oh. Ja, der kannst du kaum was anhaben. Na gut, aber die brauche ich jetzt nicht und die ist auch nicht aggro auf mich. So, die Arzneikräuter sind im Meeres, im Tal, sie sind südlich des Schmieds, in der Nähe der persischen Tiere. Arzneikräuter im Meeres, im Tal von König Lelex. Im Tal.
Mal von König Lelex. Na toll. Tal von König Lelex. In der Nähe sind südlich des Schmieds. Also hier irgendwo. Muss ja irgendwo hier sein. Gut, dann machen wir uns mal dahin auf Socken. Vielleicht ja da. Schauen wir mal. Ah, da sind sie schon. Boah, war ja gar nicht so weit weg. Na? Ja, was denn jetzt nur? Da oder da? Da will ich doch jetzt noch gar nicht hin. Nee. Oh. Halt. Nicht so schnell. Oh. Das sind die Kräuter, die Odessa braucht. Irgendwas läuft doch da schief. Persische Triere. Einmal. Na, super! Zweite Kräuter. So. Kaufuhr. Ja, dann. Wieso muss ich die kaufen? Kann ja wohl nicht wahr sein. Ich muss mir eine scheiß Mixtur kaufen. Ah, Megaris. Die Stadt der Schweine. Ja. Gut. Und? Na, zieht den Schlangen die Haut ab. Hi. Seid froh, dass er jetzt da sitzt. Weh, der greift mich jetzt an. Oh. Habe ich aber ein kleines Problem. Und warum greifst du mich nicht an? Das ist ein Muffe, oder was? Das kann ja nur so sein, dass er Muffe hat. So. Das müsste der Händler sein. Ja. Das ist auch der Händler. Ach, der schwarze Bildschirm, ich liebe ihn so sehr. Ja, das ganze Spiel könnte aus bestehen. Ich kann nur für die Zukunft, wirklich für die Leute, die die PS5 zocken und die Spiele, wegen den Ladezeiten, ob es stimmt, dass da keine Ladezeiten mehr sind. Sag es deinen Freunden, deiner Familie, die besten Waren, die man kaufen kann. Sogar Söldner wie du werden bei mir fündig. Mhm. Odessa schickt mich. Na, natürlich, die Süße. Ich wünschte, sie würde selbst kommen. Das ist für ihren Vater, nehme ich an. Mhm. Gib mir das Geld und du kannst dich auf den Weg... Na, komm. Hier, nimm es. Schnelle Geschäfte sind die besten. Ich hoffe, es hilft, Odessa. Ja, sollte doch. Dann werden wir dahin zurück. Ja, logisch. Wir werden uns alles nach und nach schön lecker zur Brust nehmen. Aber wie gesagt. Oh, schöne Felle. So, nee. So, aber jetzt warten wir erstmal hier und ja, bis gleich.